auswendig. Schön doch, oder? Halt ja, fest zu bleiben. Unseren Gottesdienst beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Herr und Gott, der ein Gott ist, der immer für uns da ist, der uns das gibt, was wir brauchen, er sei alle Zeit mit euch. Ich darf auch im Namen von unserem Herrn Sie und euch ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Gottesdienst, zu unserer ersten Hagelfeier hier am Wasserrad mit Prozession. Weil wir haben ja schon mal einen Gottesdienst gehalten ohne Prozession. Heute machen wir einen Gottesdienst mit Prozession. Wem es zu warm ist, bleibt einfach hängen. Ich verspreche euch, wir kommen wieder zurück. Wir haben uns hier in der Natur versammelt und einen schöneren Ort gibt es, glaube ich, nicht. Und wollen wirklich darum bitten, dass Gott uns das schenkt, was wir brauchen. Und wir wollen in diesem Gottesdienst ganz besonders auch um den erlösenden Regen beten, den vor allem unsere Landwirte brauchen für die Ernte. Aber oft vergessen wir, dass wir ihm dankbar sein sollen. Oft übersehen wir ihn, der ein Gott ist, der für uns da ist. Wir wollen in unserem Gottesdienst aber auch den Blick wieder schärfen für die Schöpfung, für seine Natur, die er so wunderbar geschaffen hat. Ob es das Grüne macht? Christian, was grüniert? Jesus Christus, Brot des Lebens. Wir wissen sehr wohl, wie wichtig das tägliche Brot für alle Menschen ist. Herr, erbarme dich. Wir wissen, wie großzügig du selber das Brot an die Menschen ausgeteilt hast. Christus, erbarme dich. Wir feiern, dass du im Brot und wie Brot für uns da sein willst. Herr, erbarme dich. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Schuld. Schenke uns der gütige und barmherzige Gott. Zum Gloria habt ihr, glaube ich, noch nie gesungen. Das ist aus der Schubert-Messe, so heißt sie. Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe. Vielleicht können es ein paar, singt einfach mit. Lasset uns beten. Guter Gott,
Du hast uns, deinen Sohn, in unsere Welt gesandt, damit wir deine Liebe verstehen, sehen und begreifen können. Hilf uns, den wahren Glauben zu bekennen an dich, den einen Gott, der ein Gott ist, der alles von uns fernhält, was uns schade mag, und der uns den Reichtum seiner Liebe schenkt, durch Christus, unseren Herrn. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen stand Mose früh am Morgen auf und ging auf den Sinai hinauf, wie es ihm der Herr aufgetragen hatte. Der Herr aber stieg in der Wolke herab und stellte sich dort neben ihm. Er rief den Namen des Herrn aus. Der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Der Herr ist der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld und Treue. Sofort verneigte sich Mose bis zur Erde und warf sich zu Boden. Er sagte: Wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, mein Herr, dann siehe doch, mein Herr, in unserer Mitte. Es ist ein hartnäckiges Volk. Musst du uns unsere Schuld, die Sünde vergeben und uns dein Eigentum sein lassen? Wort des lebendigen Gottes. Uns drohen für Leib und Seele Gefahren, für beide banget uns gar sehr. Uns sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus: Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ihr dürft mal ruhig sitzen bleiben. Aber am Evangelium, Adam bei der Wandlung, bleibt einfach sitzen. Es ist alles, alles gut. Ich habe neulich ein Taufgespräch geführt. Und da war das Geschwisterkind dabei. Hat meine Papageien angeschaut. Dann sage ich: Weißt du was, du kannst dich bei meinem Hängesessel reinhüllen. Das ist voll schön. Und dann irgendwann sagte ich zu ihm: Magst du ein paar Gummibärler? Ja, ich habe ja eine große Tüte Gummibärler geschenkt, weil Gummibärler verschenken ist einfach schön. Und dann sagte die Mutter: Jetzt musst du aber etwas sagen. Der Kleine schaute mich an und sagte: Danke dafür. Wisst ihr, was da passiert ist? Da hat das kleine Kind, wahrscheinlich eher unwissend, angefangen zu beten. Denn wer dankt, der betet. Wer dankt, der ist sich nämlich bewusst, dass das, was da jetzt geschehen ist, keine Selbstverständlichkeit war. Und die Gummibärler, die ich ihm geschenkt habe, die waren auch keine Selbstverständlichkeit. Dafür sagt er Danke. Der weiß, dass da jemand im Spiel ist, der uns eigentlich alles gibt. Schauen wir uns einmal in der Natur hier um. Dieses wunderschöne Wasserrad, diese wunderschöne Kulisse. Unsere Natur, unsere Felder, gut, es ist jetzt sehr heiß, aber haben wir nicht eine wunderschöne Natur? Wer sieht
denn das noch? Können wir dafür wirklich noch dankbar sein? Wenn wir heute zum ersten Mal wirklich durch die Natur laufen, dann sollen wir uns zuallererst einmal bewusst machen, dass all das keine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass Gott uns alles aus dem Reichtum seiner Liebe schenkt. Dann fangen wir nämlich automatisch an zu beten. Dann klopfen wir uns nämlich nicht mehr selber auf die Schulter und sagen, wie tüchtig wir sind, weil wir wissen, er, unser Gott, hat uns alles geschenkt, was wir zum Leben brauchen. Und wenn wir dankbar sind für die Natur, dann gehen wir auch behutsam mit unserer Natur um. Dann beugen wir sie nicht mehr aus. Dann fangen wir an, Umweltschutz wirklich zu praktizieren. Und das beginnt für mich dadurch, dass ich mich zum Beispiel auch einmal auf mein Fahrrad schwinge und ein paar Kilometer mit dem Fahrrad fahre und nicht gleich das Auto nehme. Auch dessen sollen wir uns bewusst werden, wenn wir heute durch die Natur ziehen. Und wir wollen Gott bitten, dass er uns weiterhin alles schenkt, was wir zum Leben brauchen. Und auch dafür wollen wir dankbar sein. Deswegen bin ich froh und dankbar, dass heute trotz der Wärme so viele gekommen sind. Froh und dankbar, dass wir diese Hagefeier mitten in Gottes Freier, wunderschöne Natur machen, vor dieser wunderschönen Kulisse unseres wunderschönen Wasserrades. Als ich mit unserem Bernd die Strecke abgefahren bin, Bernd sofort ging natürlich im Dorf rum, der Fahrer fährt mit dem Bouchemans der Vorort, ne? Da haben wir beide hier gesagt, es ist ein wunderschöner Ort, wo wir eigentlich viel mehr Feierlichkeiten machen sollten, weil uns dieser Ort wieder neu ins Bewusstsein ruft, wie wunderschön Gott alles geschaffen hat. Sind wir also wirklich dankbar dafür? Schützen wir die Natur? Sind wir dankbar für unsere Landwirte, die sich auch und gerade in großer Hitze dafür einsetzen, dass wir genug zum Essen haben? Und sind wir Gott dankbar für alles, was er uns wirklich schenkt? Und wenn wir eine dankbare Gemeinde sind, dann sind wir auch eine Gemeinde, die füreinander da ist, weil wir auch die Kleinigkeiten sehen, die andere für uns tun. Und auch dafür einmal danke und vergelt's Gott sagen. Denn auch in unserem persönlichen sozialen Bereich nehmen wir vieles als selbstverständlich hin. Möge diese Hagelfeier unseren Sinn wieder schärfen für alles, was uns geschenkt wird. Möge diese Hagelfeier unsere Dankbarkeit wieder neu uns ins Gedächtnis rufen, dass wir sie auch einmal äußern, dass wir sie sagen und dass wir so Gott loben und preisen für alles, was er uns an Guten tut. Schließen wir unseren Dank auch die Bitte ein, dass er unsere Schöpfung, dass er uns am Leben erhält. Denn aus seiner Gnade empfangen wir alles, was wir brauchen. Amen. Lasst uns beten zu Gott, unserem Herrn, der allein das Wachsen und das Gedeihen gibt. Wir bitten zuerst für jene, die in unserer Welt, so reichen Welt, nicht genug zum Essen haben. Und wir beten auch für jene, die ein gutes Leben führen und kaum an jene denken, die im Hunger leben. Gott des Lebens, wir bitten. Wir beten für unsere Bauern, die dafür sorgen, dass stets Brot auf unseren Tischen liegt und die oft um das Überleben ihrer Höfe kämpfen müssen. Und wir beten auch für jene, die durch Spekulation mit Lebensmitteln die Preise hochschrauben und Menschen hungern lassen. Gott des Lebens. Wir beten für alle Christen, die sich nach dem Brot der Eucharistie sehnen. Und wir beten für jene, die gedankenlos zur Heiligen Kommunion gehen, weil ihnen das Heilige allzu selbstverständlich geworden ist. Gott des Lebens.
Gott und Herr, die Verehrung des Himmelsbrotes gibt uns Kraft und Freude auch zum Teilen des täglichen Brotes. Dafür danken wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Sei gelobt und hochgepriesen, heiligste Dreifaltigkeit, sieh, wir fallen dir zu Füßen, steh uns bei in Not und Leid. Die du geschaffen, Gott, heiliger Vater, bringen wir vor dich. Schenke sie uns, verwandelt wieder als Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. Darum bitten wir dich, durch ihn und mit ihm, der mit dir lebt und liebt in der Einheit des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, guter Gott, und wir preisen dich für alles, was du geschaffen hast. Wir preisen dich für den Himmel über uns, für die wunderschöne Schöpfung, die du uns Menschen zur Verfügung stellst. Ganz besonders danken wir für Jesus, deinen Sohn, in dem uns deine Liebe hautnah begegnet ist. Wir wollen dankbar sein und einstimmen in Lobpreis der Chöre des Himmels, die ohne Ende rufen. Guter Gott, du bist heilig und ein Quell allen Lebens und allen Heils. Und darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf unsere Gaben herab und heilige sie, damit sie für uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und dankte noch einmal,
reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung aller Schuld. Tut dies immer wieder und denkt dabei an mich. Geheimnis des Glaubens. Darum, guter Gott, haben wir uns hier versammelt. Wir feiern den Tod und die Auferstehung deines Sohnes und wissen, dass er und sein Heiliger Geist bei uns ist und uns den Mut und die Kraft gibt, als Christen miteinander unseren Weg zu gehen. Wir bitten dich für deine ganze Kirche überall auf der ganzen Welt. Guter Gott, schenke uns allen den Geist deines Sohnes, damit wir sehen und erkennen, wo Menschen heute uns brauchen. Schenke uns ein gutes Wort, wo Menschen Rat und Trost brauchen. Helfende Hände, die nicht lange überlegen, ob sie anpacken sollen. Und ein liebevolles Herz, das dankbar ist für alles, was du uns schenkst. Guter Gott, wir bitten dich auch für alle Menschen, die uns auf unserem Lebensweg begleitet haben und die du zu dir gerufen hast. Wir wollen heute in unserem Gottesdienst vor allem für Vitus Ismaier beten, für Edwina Gumpert, und wir wollen beten für Georg, Annemarie, Christine, Sebastian und Doris Heilmann. Und wir wollen beten für alle verstorbenen Mitglieder unseres Gemeinderates und unserer Vereine. Vergilt ihnen all das Gute, das sie uns getan haben, und schenke ihnen Auferstehung und Leben bei dir. Wir bitten dich aber auch für uns selbst, guter Gott. Gib, dass uns allen einmal dieses neue und ewige Leben zuteil wird, zusammen mit der Gottesmutter Maria und allen deinen Heiligen und Gläubigen, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben alle den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum lasst uns in diesem Geist miteinander beten. Vater, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede des Herrn, er sei allezeit mit euch. Gebt euch ein Zeichen dieses Friedens. Jesus, Lamm Gottes, unsere Bitten von Gott Vater, schau, die vierte Strophe, die bringen wir auch noch mal, das ist eine der bekanntesten.
Christus, das Lamm Gottes, das alle Schuld hinwegnimmt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, es tut gut, uns hin und wieder einfach tief zu verbeugen vor dem heiligsten Sakrament. Es tut uns gut, manchmal einfach die Augen zu erheben und aufzuschauen zu dem, was über uns steht und heilig ist. Nicht wir selbst geben uns menschliche Würde, sie stammt von dir. Und du bist es, der sie uns auch weiterhin verbirgt. Dafür danken wir dir, durch Christus unseren Herrn. Amen. Zur Aussetzung: Christen, singt mit frohem Herzen, preiset Gott das höchste Gut. Und dann, wenn wir ausgesetzt haben, wollen wir unsere Prozession beginnen. Wem es zu schwierig, zu beschwerlich ist, bleibt einfach sitzen. Wir beten für euch mit, wir nehmen eure Sorgen und Anliegen mit. Und ich habe es dazu beginnen gesagt, wir kommen wieder zurück. Was Gott gesprochen hat. Herr, wir rühmen dich. Wir bekennen dich. Denn du hast uns bestellt. Zeugen in der Welt. Aber auch was ist denn?
Presidisti is Halleluja. Omne delicamentum insia bentem Halleluja. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili passionis tua memoriam reliquisti. Tribue quesumus itanos corporis et sanguinis Dui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum, in nobis Jupiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Singen möchte unser Bürgermeister, unser Bernd, noch ein Wort an euch richten. Liebe Häuslerinnen und Häusler, liebe Gäste, es freut mich, dass so viele den Aufruf zu unserer Hagelfeier gefolgt sind. Es war ein super Zug, den wir da gemacht haben, mitten unter der freien Natur, genauso wie es eigentlich die Flugprozession sein sollte. Ich finde, es war eine super Sache, die wir heuer endlich mal mit Prozession durchführen haben können. Und dafür ganz herzlichen Dank, lieber Klaus, an dich, dass du dich dafür so eingesetzt hast, dass wir das heute machen haben können. Wie er vorhin gesagt hat, wir waren mit dem Fahrrad davor unterwegs, haben uns alles angeschaut, haben überlegt, wie wir das Ganze durchführen können. Und die
Initiative ist immer von dir ausgegangen, Klaus, und vom Pfarrgemeinderat, genau. Recht herzlichen Dank an dich. Es war mir auch wichtig, dass ich heute einmal mit dir anfange, weil der Dank auch wirklich dir gehört und die anderen nicht weniger wichtig sind, aber trotzdem, du hast das heute mit ins Leben gerufen und das finde ich total super. Ja, beim Zurücklaufen bin ich unter dem Himmel gelaufen. Dann ganz herzlichen Dank an alle Himmelträger, an die Beleuchter nebendran, an die Feuerwehr, die immer da ist, wenn man sie braucht. Wir haben es jetzt die Tage wieder gelesen im Facebook, dass sie sich vorbereitet haben, wenn doch mal bei uns auch ein Waldbrand wäre, dass wir da was machen können, dass wir das Wasser schon vorbereitet haben. So Hagelfeier ist ohne Helfer nicht zu stemmen. Deswegen auch ganz herzlichen Dank an meinen Bauhof, an meine Mitarbeiter in der Gemeinde, dass sie das alles so gut vorbereitet haben. Vielen Dank auch an den Gemeinderat, der das Ganze mit unterstützt. Stellvertretend will ich hier nochmal nennen unseren Karl-Heinz Fuchs, der leider vor 2 Wochen von uns gegangen ist. Aber recht herzlichen Dank an den Gemeinderat. Dann ganz herzlichen Dank an alle Fahnenträger, an die Vereine. Der Klaus hat es vorhin gesagt, also der Gottesdienst heute war auch für die Gemeinde, für die Vereine. Hier nenne ich heute mal stellvertretend unseren Sportverein, der auch ein großes Fest in der jüngeren Vergangenheit gestemmt hat, das nicht selbstverständlich war, das für uns einen Zusammenhalt in der Ortschaft wieder gebracht hat. Recht herzlichen Dank an euch dafür. Bedanken möchte ich mich natürlich auch bei unserer Musik, die uns bei der Prozession und beim Gottesdienst so gut begleitet hat, jetzt dann zum Abschluss noch den Engel des Herrn spielt. Und bei allen, die heute zu dem Gelingen beigetragen haben, wenn ich jetzt an vergessen habe, tut es mir leid, vielen Dank dafür. Jetzt nochmal ganz kurz genannt unsere Griller, Josef Stader, dann gibt es vorne dann auch Getränke, die ausgegeben werden, also noch ein Gottesdienst, könnt ihr noch ein wenig da bleiben. Die Gemeinde lädt euch ganz herzlich ein auf ein paar Bratwurst, auf Bier und Wasser, je nachdem, wie es jedem beliebt. Und ja, jetzt wünsche ich uns noch einen schönen Abschluss dieser Hagelfeier. Dankeschön. Oh.